So, wir kommen zum nächsten Programm. Hier werden eure Aktivitäten auf dem Gerät festgehalten. Zum Beispiel, was ihr spielt, wie oft ihr gespielt habt, wann ihr gespielt habt. Auch hier wieder unten kurzer Guide. Wie viele Kapitel haben wir denn da? Vier ganze, beziehungsweise drei. Vier Seiten insgesamt. Das mal. So, und dann starten wir mal. So, hier oben haben wir das Datum, mein Nickname, meine bisher gelaufenen Schritte. Und die Software, die ich bisher gespielt habe, sind 18 Titel, also zählen auch Programme mit ein oder so Memo-Funktion etc. Schauen wir uns erstmal die hier an. Das ist der heutige Verlauf, also wann ich gelaufen bin, relativ spät in der Nacht und mit Mittag. Insgesamt 2563 Schritte heute. Hier ist eine Skala, also hier unten ist die Uhrzeit angegeben, hier die Schrittanzahl, je mehr Schritte, desto höher steigt die Skala hier. Unten sehen wir den heutigen Tag angezeigt, kann man auch ausweiten auf eine Woche gesehen, vom 13. bis zum 19.3. 13. deswegen, weil in Japan die Woche am Sonntag anfängt und am Samstag aufhört. Dann kann man auch eine Woche zurückgehen zum Beispiel und so weiter und so fort. Kann auf einen Monat auch noch ausweiten. 14.541 Schritte insgesamt. Sieht hier schon. So, und auf ein Jahr geht es auch noch. Hier ist die oberste Skala 16.000. Zumal ich das Gerät erst eine Woche habe, von daher. So, das gleiche können wir mit den Spielen machen, nicht nur mit den Schritten, wie viele Stunden gespielt wurden. Ihr seht, am meisten davon Layton. Gehen wir mal zurück auf Monatsansicht. Also da war ich gut unterwegs mit knapp 12 Stunden. So, heute Street Fighter habe ich ganze knappe 2,5 Stunden gespielt. Letzte Woche war das am 8. mit den 12 Stunden Layton scheinbar. So, da wechselt auf den heutigen Tag. Wenn ihr irgendwie ein paar Tage vorher unterwegs seid, einfach hier drauf drücken, dann kommt ihr wieder zurück. So, das Ganze kann man sich auch als Liste angeben lassen. Der Effekt kommt in 3D recht cool rüber, weil das sind so eine Art Karteikarten und die werden so hintereinander aufgestaffelt. Da wird der 2D-Effekt dem Ganzen nicht gerecht, leider. Hier oben sehen wir die Schildanzahl von heute. Wie viele Titel? 5 ganze, 2 Stunden 40 insgesamt. Können wir uns mal anschauen, was das alles war. Das könnt ihr auch übrigens mit dem Steuerkreuz machen. Also, ich mache das nur in dem Video so. Super Street Fighter, Nintendo 3DS Kamera, die Einstellungen, Musikkanal und die Friends List. 5 Titel. So, hier mal zurück. So, das ist eine recht coole Animation. Gehen wir nochmal zurück kurz. Seht ihr vorne meinen Avatar von Mami. So, hier sind die ganzen Applikationen, die ich bisher gespielt habe. Die kann man frei anordnen.
einfach länger draufbleiben und dann kann man die irgendwo hinsetzen, wie man möchte. So, wir mal Street Fighter hier oder Layton. Wir haben den Titel, den Hersteller, komplette Spielzeit, wie oft ich das gespielt habe. Hier wird die durchschnittliche Spieldauer angezeigt, 54 Minuten, also im Groben. So, was ich einmal Layton spiele, ist im Durchschnitt 54 Minuten lang. Das erste Mal am 5.3. gespielt und das letzte Mal am 10.3. Ja, muss man wieder spielen. Jetzt mal Street Fighter aus. 9 Stunden 14, ja, 23 Minuten Durchschnitt. Ja. Kann noch weiter blättern. Ah, Super Mario 64 DS, 2 Minuten. Da habe ich nur das Slidepad getestet, was wirklich gut funktioniert mit dem Spiel. Ich werde aber nochmal ein separates Video zu dem DS-Spiel machen, oder beziehungsweise wie das aussieht, wenn DS-Spiele booten. So ein bisschen langsamer als auf einem DSi oder DS Lite oder DS. Also vom Boot-Prozess her, die Spiele selber nicht. Die sind ganz normal. So, hier kann man ein Ranking einsehen. Also auf Platz 1 ist bei mir Layton. Hier kann man die Reihenfolge angeben, wie man ranken möchte. Wie viele Male ich was irgendwie gespielt habe. Friends List hatte ich am öftesten mit 63 Mal scheinbar. Durchschnittliche Spieldauer 54 Minuten mit Layton. Genau. So, schauen wir mal. Genau, falls ihr irgendwie eine Sache löschen möchtet, einfach hier auf den Eimer gehen. Dann könnt ihr hier mit Ja bestätigen. Dann wird es gelöscht. Ich mach's mal nicht. Ich mag Mario. So, dann können wir jetzt auch wieder schließen. Das waren die Aktivitäten. Jetzt gehen wir mal zurück. So, kommen wir kurz zum Download Play. Kennt ihr sicherlich schon vom Nintendo DS, DS Lite und der DSi Serie. Also Download Play gibt es auch wieder ja auf dem 3DS natürlich. Je nachdem, was ihr für eine Software mit euren Freunden spielen wollt, entweder auf 3DS klicken. Seht ihr, wie oben hier die Anzeige von Internet auf Local umspringt. Ich gehe mal zurück. Oder eben DS Download Player. Dann geht das Gerät in den DS-Modus. Und sucht nach dem Download. Sollte auch mit Software aus dem Nintendo Store funktionieren. Ich hab's aus dem Nintendo Channel, glaube ich, auf der Wii. Ich hab's selber noch nicht ausprobiert. So. Das waren die Aktivitäten und Download Play Kanal.